Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Witcher 1. In der letzten Folge haben wir ja in Kalksteins Haus aufgehört. Und unbekanntes Kraut. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe hier Bücher. Habe ich die schon gelesen? Ja. Aber ich brauche noch Kräuterbücher, wie es aussieht. Gehen wir mal in den Keller. Oder? Warte mal, Moment. Als Tor. Alkohol mitnehmen. Ja, ich muss dann auch mal ins Questlog gucken, weil ich keine Ahnung mehr habe, was wir als nächstes tun werden. Seit der letzten Session sind ein paar Tage rumgegangen. Grundlagen der Alchemie bereits gelesen. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht mitnehmen, weil wir können es noch verkaufen. So, was haben wir hier noch? Ressalien und Alkohol. Im Kleiderschrank ist noch was, alles klar. So, Teleportation in Kalksteins Labor haben wir noch freigeschalten, erinnere ich mich. So, mal kurz gucken. Berengars Geheimnis. Die Wachen haben ein Hexerschwert in die Hände bekommen, das vermutlich Berengar gehörte. Ich muss mit dem Hehler sprechen, genau. Mit, wer ist da nochmal? Thala, genau. Thala. Hier unten ist so ein Stück Karte, das wir nicht haben. Stadtkerker, Siegfriedsposten, Klosterorden, Flammenrose, bla bla bla, Lagerfeuer, stramme Hüftenbordell. Das ist Detektivschmied. Vivaldi! Na, da werde ich doch mal sagen, wir gehen gleich mal ins Haus nebendran. Weil es so schön war. Ja, aber ich habe jetzt gar nicht weiter nach Quests geguckt. Ach, pff. Wir stolpern einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Wir werden schon das Richtige treffen. In letzter Zeit habe ich leider das Problem gehabt, dass ich etwas nachlässig mit den Aufnahmen werde. Das heißt, bis auf den letzten Drücker und dann aber ganz schnell. Ich muss mir das dringend abgewöhnen. Golan Vivaldi, da begegnen wir uns. Was wollt ihr? Im dritten Teil auch wieder. Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nichts. Ich bin weder Bewohner Visimas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es dieser Vivaldi oder der Wimme Vivaldi ist, der es im dritten Teil begegnet. Ich konnte mir den Vornamen nicht merken. Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja, ich möchte mich aber nicht davon trennen. Ich bestehe darauf. Nennt mir einen Preis. Na gut. Nee, der hat beide, aber zusammen vier... Oh. Ja, ich nehme sie beide. Was hast du denn im Regal? Marakana Med. Jep, meiner. Was führt euch hierher? Wie laufen die Geschäfte? Ich will jetzt nicht darüber reden. Ihr habt die Wahl. Wenigstens die ist mir geblieben. Ein glücklicher Zwerg. Was führt euch hierher? Lebt wohl. Okay, da können wir vielleicht später noch was tun. Jetzt haben wir aber erstmal die Bücher. Und jetzt dürfte auch langsam die Zeit sein, ja, wo die ganzen Marktstände aufmachen. Machen wir doch erstmal rechte Maustaste im Sesen. Die geheimen Pforten. Alte Leute erzählen, dass vor langer, langer Zeit ein Magier in den Sümpfen lebte. Tag und Nacht grübelte er über seinen Büchern und Pipetten. Es heißt, er suchte einen Stein, der Blei in Gold und Quellwasser in Schwarzgebranntes verwandeln kann.
Das mit dem Quellwasser und dem Schwarzgebrannten. Mhm. Mit anderen Worten, ein Stein, der alle Materie umwandelt. Die Götter reagiert erzürnt, denn in seinem Stolz überschritt er die Grenze der Sterblichen. So brachte eines Nachts ein schrecklicher Sturm den Turm des Zauberers Turm zum Einsturz. Doch er baute einen neuen und wirkte Zauber, den Sturm zu binden. Dieser Turm hielt, bis sich in einer Nacht die Erde selbst bewegte und den Turm des Zauberers umstürzte. Doch er erbaute wieder einen neuen und wirkte Zauber, um die Erde selbst zu binden. So konnten weder Himmel noch Erde den Magier etwas anhaben. Doch eines Tages verschwand er. Manche sagen, er nahm einen Lehrling, was zu seinem Untergang führte. Andere behaupten, eine Frau sei zu seinem Verhängnis geworden. Wieder andere, seine eigenen Geschöpfe hätten sich gegen den Magier gewandt. Jedenfalls ist der Turm bis heute verschlossen und hütet seine Geheimnisse und niemand weiß, was in seinem Innern lauert. So. Eins auf Aur. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine. Alles entsprang diesen 10. Suche, öffne die Augen. Blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst fündig werden. Der, der dein Pfand kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen, so er denn darum gebeten wird. Dein Herz hingegen birgt keine Liebe, doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt, der fähig ist zu lieben. Du, der du blind warst, tauche ein in deinen Geist, deine Erinnerungen. Dunkel und gefährlich ist der Pfad, der von der Versklavung zum Königreich führt. Eine dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter, altes Weib. 3 Gesichter, 3 Gnadengaben, Verstehen, Macht und Ruhm. Um sie zu erlangen, sind Opfer und Gebete vonnöten. Das Fundament liegt in tiefster Tiefe. Lasse dich von flackernden, unsteten Feuern in Versuchung führen. Bezwinge den Tod und dir wird eine Belohnung widerfahren. Der Sieg wird nur dem gewährt, der den Wächter bekämpft. Jener, der durch den Weg, durch labyrinthartige Mysterien weist, durch dir die Krone des Bewusstseins anbietet. Am Ende deiner Reisen wirst du Erkenntnis erlangen, du wirst alles begreifen. Was verschlossen ist, wird dir offenstehen. Die 10 Namen lauten Weisheit, Verstehen, Vena, Liebe, Kezat, Barmherzigkeit, Tiperat, Macht, Sieg, Nizza, Ruhm, Ot, Fundament, Jesat, Königreich, Malkat, Krone, Kitar. Okay. Verfluchte Götter. Ach. Warum rennst Was du denn? Was soll ich sagen? So. Die Straßen werden nass sein. Der Buchhändler ist immer noch da. Da sitzt halt normalerweise hier hinten. Was ist mit das Herbold? Opfer im Sumpf! Was geht in dem Sumpf vor sich? Ach, das ist ein Herold, kein Herbold. Es wimmelt dort von Ungeheuern und Anderlingen. Kein Wunder, dass die Menschen sterben. Aha. Doch. Ach, sinnlos darüber zu reden. Stadtbewohnerin, reisen da. Eine Geißel der Götter, dieser Regen. Ja, das hast du jetzt schon mehrfach gesagt. Moment. Ein echter Wolkenbruch. Shanis Haus. Na, dann gehen wir doch mal rein. Shani wollten wir ihr besuchen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch eingeladen hätte. Aber kommt rein. Ich habe momentan keine anderen Gäste. Hallo, alte Vettel. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln! Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Aber... Okay, das war eindeutig die falsche Antwort. Versuchen wir es nochmal. Willkommen, Süßer. Hä? Trinkt eine Tasse und leistet einer alten Frau Gesellschaft. Auf einmal. Nehmt an Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Trinkt während eines Gespräches auf Trinken. Ach, klick, genau. Um ein Getränk auszuwählen. Tipp. Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern
möglicherweise alles außer einem Lieblingsgetränk. Trinkt euren Gegner unter den Tisch, doch achtet darauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Ich sollte eigentlich einen Tee trinken. Mal gucken, wir haben Himbeersaft, wir haben Pepperwodka, wir haben Eau-Claire-Weiß. Okay. Wir hatten doch die Biere. Ach, die habe ich ja alle weggelegt. Redanisches Weißbier. Die säuft einfach alles, die Frau. Wir haben noch ein bisschen Buclair-Weiß. Ei. Was? Ihr seid ja betrunken. Gar nicht wahr. Raus! Lasst euch nie mehr hier blicken. Ist doch nicht wahr. Oh, verdammt nochmal. Was? Rau! Okay, okay. Das war ein Versuch wert. Ja. Wir kommen jetzt leider nur in diesem Stecktempo voran. Ich versuche mal zu Kalkstein zu kommen. Ich finde es aber schön, dass die Spielfiguren und die NPCs hier alle auf den Regen reagieren. Geralt, nicht quatschen, weiterlaufen. Ach du Schande, ist der... Eine Runde Meditation, bitte. Oh! Er war in Gedanken, ja. Oh, wir haben aber neue Talente erworben, das ist doch schön. Stärke. So, was haben wir da noch? Gewandtheit. Können wir auch mal schon die zweite Stufe zumindest nehmen. Ausdauer, dasselbe in rosarot. So, Art. So, Silberschwert. Da können wir jetzt auch mal langsam anfangen. Bluten. Schaden. Aha. Was haben wir hier? Also ich nehme hier mal das Plus an Schaden. Ah, wir sind ein aufstrebender Hexer, sehe ich gerade. Sehr schön. Stellen wir mal hier. So. Bindekraut. Erhöht die Resistenz gegen Säuren und auf säurebasierten Giften. Okay. Geisteröl, Nekrophagenöl. Heißer Honig. Reduziert Toxizität auf Null und hebt die Wirkung anderer Tränke auf. Ne, das reicht erstmal hier. So. Jetzt haben wir eine Runde meditiert, sind nicht mehr blau. Trinken einmal den hier. Und wir trinken einmal den hier. So, dann haben wir schon mal zwei Slots wieder frei. Grofagenöl, Waldkauz, Schwalbe, weißer Honig, Schneesturm, bla 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 und Katze. Okay. Kuhmilch, Makanami. Wir gehen nochmal zu der Alten. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen.
Kommt nämlich an der alten Vettel sonst nicht vorbei. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch eingeladen hätte. Aber... Gäste? Ich habe Geburtstag. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich hatte ein Auge auf diese hübschen, goldenen Handschuhe geworfen. Ich habe zwar keine goldenen, aber ich habe rote Handschuhe. Hinaus! Aber... Sie will also goldene Handschuhe. Naja, war ein... Was kann ich... Ja, komm. Du hast doch mit Sicherheit 100. Also sag mal... Ich hoffe, das ist es wert. Ah, da haben wir die Kräuterkunderin. Oh, gut, mit der müssen wir noch reden. Was will... Wohnt Shani hier? Sie ist mit Saubermachen beschäftigt und hat keine Zeit für Vagabunden. Ich habe einen Termin. Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Sie würde sich gewiss nie verzeihen, dass sie so ein Ungeheuer großgezogen hat. Aber... Es ist doch nicht zu fassen. Willkommen, Süßer. Trinkt eine... Trinken wir etwas. Aber... Ja gut, das war offensichtlich nicht der richtige Alk. Jetzt habe ich aber die Handschuhe besorgt, jetzt will ich sie ja auch geben, weil das wäre ja sonst ein bisschen... Willkommen. Gut, dann besaufen wir uns eben. Die will ich jetzt eigentlich nicht benutzen. Milch, Pflaumentinktur, Buklierweiß. Hinaus! Aber... Das könnte noch einen Moment dauern. Wo Ich bin ja eigentlich der Höfliche, ne? Ich bin Sitzt in ihrem Zimmer, empfängt Gäste und bezahlt so gut wie keine Miete. Aha. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal Essen für sie leisten. Und ich will ihr nicht geben, was diese Medizinerin isst. Davon wird sie vermutlich krank. Aha. Habt ihr Erbarmen mit dem Kätzchen? Frau, du wirst teuer. Nach oben, mein Prinz. Alte, giltgierige Schnepfe. Dafür räume ich dir das Haus aus. Meine Güte. Wenigstens haben wir es jetzt mal reingeschafft. Ist ja nicht zu fassen. Dafür nehme ich deinen Sprit, du alte... nette Frau. Oh, was ist denn hier? Großmutters Tagebuch. Meins? Das kommt mir gerade recht. Ach ja, da war die Fackel dran, genau. Oh, Shani! Shani ist gar nicht da. Ja, ich glaube, die muss um die Zeit in der Klinik sein. Ach ja. Wir können noch gar nicht da hinten noch was in der Kommode. Aber unser Inventar ist ja schon wieder voll. Das heißt, wir werden jetzt nochmal runtergehen. Und raus. Aber wenigstens kommen wir jetzt auch jedes Mal rein. So, noch zum Antiquar. Was wollt ihr? Geschäfte machen das sonst? So. Grundlagen der Alchemie. Den haben wir bereits gelesen.
Und weg damit. So, was haben wir hier? Feldpflanzen haben wir bereits. Okay, das ist, kostet 300. Das haben wir hier. Unterirdischpflanzen haben wir schon. Rituelle Pflanzen 400. Sumpfpflanzen 400. Was haben wir nachher noch? Drachentraum. Und sirikanische Alchemie. Was haben wir hier noch? Geschichten der Neuzeit, bla bla bla. Buch der Tiere. Über das, die Belebung des Unbelebten. Straße ohne Wiederkehr. Nein, sorry. Ich beende die Folge an dieser Stelle und dann gucken wir zum einen, wie wir an neue Kohle kommen und zum anderen gucke ich mal, ob ich Charlie finde. In diesem Sinne, ciao, ciao.